Wir machen weiter mit Fabienne und Birgit. Blümchen ist ja sehr schön. Wer ist jetzt gemeint? Ich. Okay. Wer hat dich immer so genannt? Ramin und Andy. Okay, Ramin und Andy. Also, Blümchen und Mama Blümchen, bitte auf die Waage. Fabienne, du hast uns alle mit deiner Entwicklung während der Campzeit beeindruckt. Du hast dein Ziel erreicht, du bist stark und du bist vor allem selbstbewusster geworden. Lass dir das bitte, bitte nie wieder von irgendjemandem nehmen. Du bist eine tolle, junge Frau. Birgit. Ihr beide, ihr seid wegweisend für ganz, ganz viele Frauen da draußen. Frauen, die mit den gleichen Sorgen zu kämpfen haben wie ihr. Ihr seid der beste Beweis, dass viele Träume wahr werden können. Ihr habt gekämpft und ihr habt eine Menge erreicht. Fabienne und Birgit, euer neues Gewicht 157,2. Ihr habt 53,1 Kilogramm abgenommen. Tolle Zahl. Wir schauen mal an, wie das sich auf euch beide aufteilt. Birgit, dein Startgewicht 115. Du wiegst jetzt 81 Kilo. Du hast 34 Kilo verloren. Fabienne, du bist mit 95,3 zu uns gekommen. Wiegst jetzt 76,2. 19,1 Kilo verloren. Und dann schauen wir uns an, was das prozentual bedeutet. Diese 53,1 Kilo bedeuten. Prozent abgenommen. Ein Viertel. Ganz stark, damit seid ihr auf Platz 1. Vielleicht bleibt ihr da. Gleich wird sich's entscheiden. Vorher dürft ihr erstmal Platz nehmen. In Reihe 1 und Team Blau ablösen. Okay, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Couple. Andi und Shalique, bitte, ihr seid dran. Seid ihr bereit? Bitte stellt euch jetzt auf die Waage. Shalique, du hast im Camp und zu Hause wirklich Biss und viel Disziplin gezeigt. Tag und Nacht im Gym. Das soll belohnt werden. Andi, du bist eine liebevolle Mutter und eine taffe Frau. Du hast auch den Kampf mit der Waage nicht gescheut. Heute erntest du den Lohn der ganzen Arbeit. Wow, 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 Shalique und Andi, 73,3 Kilogramm habt ihr verloren zusammen. Ihr steht jetzt bei 147,5 Kilogramm. Und das Ganze teilt sich folgendermaßen auf. Andi, bei dir waren es 33,3 Kilogramm. Und du wiegst jetzt ganz normale 64,3 Kilogramm, sensationell. Und Shalique, bei dir waren es 40 Kilogramm. 40 Kilo, ey. Und auch bei dir ist es Normalgewicht, 83,2 Kilogramm.
Grandiose Zahlen. Und wir schauen auf die Prozente. Jetzt gilt es, Shalik und Andy, 73,3 Kilogramm bedeuten einen Gewichtsverlust von Wird Team Orange die Leistung von Team Lila toppen können? Von 33,2%! Andi, Shalik, kommt mal ganz kurz her, wir haben noch was für euch. Andi und Shalik, und wir sehen Tränen der Freude. Schaut mal, als allererstes hier euer Gutschein. Dabei viel Spaß beim Weitertrainieren. Herzlichen Glückwunsch. Ein riesen Job, eine riesen Leistung von euch. Aber Chrissy, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und 5000 Euro, die gehören auch uns. Ich kann euch den Führerschein zahlen. Herzlichen Glückwunsch. Was für eine tolle Leistung. So, das war jetzt erst einmal unser kleines Finale. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem großen Finale. Wer wird der Gewinner heute? Und wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, Mensch, das möchte ich auch, ich möchte mein Leben ändern. Ja, dann bewerben Sie sich doch bei uns für die nächste Staffel. Ja, das ist die große Chance. Für Sie vielleicht auch auf ein neues Leben. Und ein neues Leben, das haben unsere Finalistinnen und Finalisten bereits gewonnen. Und die kämpfen jetzt um sagenhafte 50.000 Euro. Und außerdem wartet auf jedes Finalisten-Couple noch eine wertvolle Jahresmitgliedschaft bei Urban Sports. Und jetzt fällt sie die große Entscheidung. Wer wird das erste? The Biggest Loser Family Power Gewinner-Couple. Darauf freuen wir uns jetzt. Und unser erstes Paar, was wir vorstellen, die haben für sich auch eine ganz, ganz große Hürde gehabt. Körperlich, aber auch mental. Schritt für Schritt haben sie sich hineingekämpft in unsere Staffel und vor allem dann hier in dieses Finale. Die Rede natürlich von Jan und Andrea. Das schaffe ich nicht nochmal, Jan. Gib einfach auf, Mann. Andreas Unsportlichkeit wird ihr zu Beginn im Camp zum Verhängnis. Die Beziehung zu Sohn Jan leidet. Ich war in dem Moment so sauer und aufgeladen. Okay, ihr seid raus. Das ist einfach nicht meins mit Sand und so. Und das wird lange dauern. Und doch sie spricht offen über ihre Gefühle. Ich kann halt meine Jammer einfach selber nicht mehr hören. Trotzdem mache ich es. Das ist irgendwie schlimm. Und gemeinsam mit den Coaches schafft sie die Wende. Ich bin Sieger. Ich bin ein Sieger. Jan entwickelt neuen Ehrgeiz und sie werden wieder ein Team. Komm, schaffst das. Hol alles aus dir raus. Komm. Jan hat geworfen wie ein junger Gott. Wir haben einen Sieger, Andrea und Jan. Erfolge und Freundschaften. Vor allem Jan genießt das neue Lebensgefühl im Camp. Es gibt ihnen beiden Kraft für den Kampf gegen die Kilos. Jan und Andrea, herzlich willkommen im Finale. Dieses Gefühl, im Finale zu stehen, ist so
überwältigend. Ja, so geil. Das möchte ich dann gerne auch im Finale gerne wieder fühlen. Und jetzt wird sie es fühlen. Hier ist Andrea. Und hier ist der Sohnemann, hier ist Jan. Starker Auftritt von euch beiden. Herzlich willkommen im Finale, Jan und Andrea. Jan, gerade hingestellt hast dich. Ich bin sehr stolz auf dich. Das habe ich ihm immer gesagt. Noch jemand, der ganz oft was zu dir gesagt hat, nämlich, du läufst noch eine extra Runde, war dein Trainer Ramin im Camp. Ja. Hast du die zu Hause auch gedreht? Ja, das denke ich schon. Ja? Hast du viel trainiert? Es geht. Hätte mehr sein können. Auf jeden Fall. Aber sieht doch toll aus. Aber du hast ja viel FIFA trainiert, ne? 10 bis 18 Stunden habe ich gelernt. Ja. Das ist ein bisschen weniger geworden, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Verbringst du die Zeit jetzt auf dem richtigen Sportplatz? Ja. Ja? Was machst du denn am liebsten? Fußball spielen mit meinen Freunden. Ja, sehr gut. Also jetzt in die reale Welt geholt. Weg von der virtuellen. Sehr schön. Andrea, ihr habt ja relativ spät erst Blut geleckt im Camp. Ihr seid ja lange Zeit unterm Radar geflogen und nach hinten raus wurde dir immer stärker. Was war der Grund für diesen Wandel? Na, auf jeden Fall die Motivation, was wir schon geschafft haben im Vorfeld in so kurzer Zeit. Man wollte auch nicht rausfliegen, man wollte weitermachen, noch mehr mitnehmen für sich und fürs zukünftige Leben. Und wir sind wirklich sehr froh, dass das auch geklappt hat. Wie gehst du heute damit um? Ja, also es klappt soweit gut. Der Sport ist natürlich schwierig, fällt schwer. Die Ernährung hat wunderbar geklappt. Und darum glaube ich auch, dass unser Weg noch lange nicht zu Ende ist. Nö, hat ja auch keiner behauptet, oder? Das ist ja hier nur ein Zwischenstopp. Ja. Ihr beiden schaut toll aus. Ihr habt jetzt schon eine große Verwandlung hingelegt. Was ist für euch das Schönste an dem neuen Leben? Also bei mir ist es natürlich zum einen, wenn ich sehe, wie sportlich er jetzt geworden ist und dass er nicht mehr so lange zu Hause sitzt, viel rausgeht, viel Sport macht, Basketball und Fußball. Und das freut mich ungemein. Und bei mir selbst ist es Gesundheit, die besser geworden ist. Und das alleine ist schon so viel wert. Und Jan, hast du da noch was hinzuzufügen? Was gefällt dir? Es macht mir auch mehr Spaß als vorher. Jetzt auch generell. Also das Leben an sich? Ja, weil ich jetzt mehr draußen mit meinen Freunden bin und das macht echt viel Spaß, ja. Ja. Ihr habt echt einen tollen Weg gemacht und wir freuen uns gleich aufs Wiegen, das finale Wiegen. Ihr kämpft natürlich wie die anderen auch um die 50.000 Euro. Aber ihr habt schon so viel gewonnen, wenn man euch beide hier strahlen sieht. Deswegen da auch ganz, ganz großen Respekt für das, was ihr jetzt schon geleistet habt. Und hoffentlich eben vor allem auch genauso, wie ihr es jetzt gelernt habt, weiterzuleben. Dankeschön. Danke. Ihr beiden, alles Liebe, großen Applaus für Andrea und Jan. Wir haben aber auch noch was für euch. Nämlich den Blick in die Vergangenheit und in die aktuelle und dann hoffentlich auch Zukunft.
Schauen wir mal hier. Toll, oder? Ja. Es kommt schon fast ein Tränchen gerade. Mir macht Spaß, zuzugucken. Ja, nochmal, nochmal. Ach, das kriegst du sicherlich mit nach Hause. Und jetzt Jan. Stolz auf euch. Es geht für euch erstmal ganz kurz in die Lounge. Jawohl. Ja, haltet ein bisschen unsere Kissen fest hier, die fliegen bei dem Wind weg. Okay, das machen wir. Und dann schauen wir uns gleich die anderen an. Super, danke schön, wir freuen uns. Dankeschön, an euch.